Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Landwirtschaftssimulator 19 hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist die Dori. Hallöchen. Die Dori ist fleißig am Weizen ernten, ne? Ja, Weizen war das. Ja. Ja, und ich fahre schon wieder Stroh durch die Gegend. Weil, ja, muss gemacht werden. Ich habe eben gerade ganz kurz überlegt, wie das Spiel heißt, weil ich da wollte ich gerade Path of Exile sagen. Naja, egal. Ich hab's gemerkt. Ja. Welches Spiel spielen wir hier eigentlich nochmal? Was mache ich jetzt gerade? Oh, ich habe Lenkrad in der Hand. Ja. Gut. Ja, aber bei mir ist es momentan auch so, sobald ich das Spiel hier starte, sind meine Finger automatisch auf den Tasten 1, 2, 3, weil ich die hauptsächlich für Path of Exile brauche. Und gestern, als wir gespielt haben, auch so 1, 2, 3, ich so, nee, warte mal, das bringt mir nichts, was muss ich denn drücken? Ach ja, genau, W. Ah ja. Ah. Aber 1, 2, 3, da sind nur die Fläschchen, oder Ja, nicht? die musst du auch lernen zu benutzen. Ja. Das spammst du Und die da nie. ich. Die kann man auch gerne spammen, muss man nicht zwingend machen, aber ne? Sollte man tun. Manche Flaschen haben auch Effekte wie, weiß ich nicht, nimmt hier Bleeding von dir oder Verbrennung und so ein Scheiß, ne? Nee, Ach, aber da ist gibt es halt noch immer eine auf ein. verschiedene. Ich bin jetzt gerade bis zur Quecksilberflasche vorgedrungen. Ja, es gibt noch viel, viel mehr. Und es gibt ja auch die Lebens- und Mana-Flaschen mit verschiedenen Grüßen. Effekten noch drauf. Ach so. Ach, die haben auch noch Effekte drauf? Gibt's nachher auch noch, ja. Aha. Deswegen, also meine Finger liegen halt immer auf 1, 2, 3 und ne, das ist momentan halt so eine normale Haltung. Ja. Bringt mir aber hier nichts. Nee, nicht wirklich. Doch, das Tempomat, glaube ich. Ach echt? Ja, ich glaube, ja, gut, er hat ja recht, ich habe mich nicht vor. Ja, hup doch ruhig. Ja, ist doch gut, ich fahr doch schon weg. Mein Gott. Palikinski hier, fährt mir einfach so in die Seite. Achso, Ja, ich gut, er glaube, hat ja der recht. Hänger ist voll, ne? Ja, dann mussten ausleeren, ne? Ich bin am Ernten. Deswegen kannst du den Hänger nicht ausleeren. Nee, gerade nicht. Achso, naja, dann ernte doch weiter, Ja, bis du nicht ja. mehr ernten kannst. Und wenn du fertig bist mit Ernten, dann Alter, kannst ich du den anderen. fahre hier aber auch schon wieder Schlangenlinien, ne? Was ist denn los mit dir? Weiß ich nicht. Dann kannst du Geheimnis dir gesoffen. schon wieder. Das Leben als Und. Landwirt ist halt echt stressig und anstrengend. Man, da muss man sich betrinken Ja, bei. ja, ja. Okay. Ja, das wusste ich jetzt so noch nicht. Nee, ich auch nicht, aber es scheint ja so. Ja, muss ja. Kann ja nicht anders sein. Jetzt hast du mich komplett rausgebracht. Achso, ja, wenn du denn fertig bist, ne, dann kannst du dir den anderen Trecker snappen. Und dann nimmst du den tiefen lockerer und dann kannst du da mal unser Feld grubbern, sozusagen, denn, ne? Ja. Was möchtest du denn eigentlich als nächstes ansehen? Hast du da irgendwelche Präferenzen, was Nee, dich. ich hab da Was denn. keine. Ja, naja, gut, dann. Also, wir nehmen auf jeden Fall immer was mit Stroh, habe ich gedacht, oder? Ja, macht Sinn. Und jetzt Für schon den wieder hin, Anfang klar. macht das, glaube ich, noch sehr viel Sinn. Ja. Und wir brauchen ja sowieso Stroh für unsere Tierchen. Ja. Ja, die Hühner brauchen, glaube ich, keins. Ich glaube, da brauchst du bloß Wasser und Weizen und dann machen die Eier. Dann kriegst du kistenweise Eier und die musst du da wegbringen. Ich weiß gar nicht, wo man Eier hin verkaufen kann. Wahrscheinlich Restaurant oder so, oder? Gibt's da nicht auch Okay. verschiedene Anlaufstellen? Stimmt. Wahrscheinlich wird unsere Anlaufstelle dann wieder die Scheune sein. Wie lädt man denn die Eier auf? Bringt man die Die weg? kannst du. Ja, die kannst du anfassen. Also Okay. die kommen in Kisten hinten raus, also am Stall stehenden Kisten, Ja. wo die Eier drin sind. Und diese Kisten, die kannst du mit der Hand nehmen und auf den Hänger legen. Und dann gibt es durchaus noch Hänger, wo es möglich ist, Dinge festzuschnallen mit so einem Spanngurt und sowas. Oha, es wird immer billiger hier. Nur noch 997, 900, ach, 900, 793 gekriegt. Ja. Naja, gut. Besser als ein Stein am Schädel. Richtig. So. Müssen wir eigentlich noch Stroh rein? Nee, Stroh brauchen wir jetzt erstmal nicht reinschmeißen, ne? Ich Oder habe willst du noch noch nicht ge zwei? ich habe noch nicht geguckt, wie es aussieht. Ich glaube nicht. Aber wir können uns auch noch zwei Pferde holen, so ist ja auch nicht, weil wir müssen Hafer haben wir noch, wir haben noch ein bisschen Heu, wir haben noch Stroh. Sind wir noch komplett voll betreut. Eins. Dann müssen wir nur
Ja, wegen dem Ausreiten, denn das könnte dann irgendwann stressig werden. Da gibt es mittlerweile, glaube ich, irgendwo einen Mod hier, einen Horse Helper oder sowas. Hm. Der die Pferde automatisch ausreitet. Okay. Das weiß ich nicht, was das soll. Dann wollen wir keine Pferde halten, wenn ich sie nicht reiten will, oder? Nee. Genauso wie wenn du dir Kühe hältst und du willst gar keine Milch verkaufen. Auch Blödsinn. Das stimmt. Ja. Ja, eigentlich, ein Ziel wäre eigentlich eine zweite Parzelle, glaube ich. Mhm. Würde ich auch so. Das ist, glaube ich, jetzt momentan das, was wir drauf gehen sollten, drauf sparen sollten. Weil Gerätschaften haben wir dafür und bearbeitete Zeit haben wir auch, um das zu bearbeiten. Und wir können ja jetzt erstmal so einmal die Pflanzenreihe durchmachen, die alles mit dem Schneidwerk, was du da hast, geht. Ja, also jetzt haben wir Weizen, Gerste, dann machen wir nochmal Hafer für die Schafe, Pferde meine ich. Für die Schafe. Bäh. Bäh. Egal. Lassen wir das lieber mit dem Schaf nachmachen. und ja, was gibt's dann noch? Kann das Schneidwerk denn noch mal ein paar mehr Früchte haben, oder? Na, können wir mal gucken. Weil dann können wir das einmal durch. Ich glaube, Sojabohnen geht dann noch. Raps geht noch. Können wir einmal den Cycle durchmachen und dann können wir ja auch mal ein paar Früchte verkaufen. Mhm. Ich sag mal so, wenn wir uns jetzt 10 Tonnen Hafer aufbilden, also das brauchen wir uns gar nicht auf Halde legen, den Scheiß. Weil wir sehen ja, wenn der Hafer langsam leer wird, dann pflanzen wir wieder Hafer an, dann haben wir einen Tag später haben wir den Hafer wieder da. Und dann ist alles gut. Das einzige Auto, was ich jetzt auf der ganzen Strecke gesehen habe, ist mir auch noch wirklich in die Seite gefahren, ne? Ist ja echt frech, ne? Also es gibt's ja gar nicht so was Freches. Bin auch gleich wieder da. Hast du denn jetzt den Hänger schon weggefahren, oder? Ja, hab ich gerade. Dann haben wir jetzt so 2 volle Hänger schon gehabt, ja? Mit Weizen. Ja. Das ist gar nicht mal so wenig, ne? Also ein Hühnerstall, ich weiß nicht, ja, der kostet 40.000 so mit dem Landfill dazu. Um das ein bisschen gerade zu kriegen. Weiß nicht, wann sich das rechnet, ne? Weil Wasser und Weizen hätten wir jetzt, das könnte man einfach reinschmeißen, gut ist. Ja, ich meine, bei gemoddeten Karten kann ich dir auch schon mal erzählen, das könnte vielleicht eventuell nochmal kommen, dass wir vielleicht dann mit Sack und Pack umziehen. Uns einfach ausrechnen, was wir hier an Werten haben und das dann halt als Geld uns gut schreiben und dann auf einer anderen Karte starten. Wenn das denn hier dann nicht so schön wird oder nicht mehr so schön ist dann. Oder wir neue Karten mal sehen wollen. Da gibt es durchaus Modder, die schaffen das auch, dass dort richtige Produktionsketten drauf sind. Ne? Also dass du dann da, was weiß ich, Milch, Weizen, nee, Weizen musst du in die Mühle bringen und dann kannst du mit dem Weizen und dem Zucker, was du aus der Zuckerrohrfabrik oder so holst, kannst du dann zum Bäcker bringen und da kriegst du dann Brot und die Brote kannst du weiterverkaufen und so. Okay. Also ein Zeug gibt's da her, ja, das ist... Da sind die echt kreativ, muss man sagen. Also das war schon nicht schlecht. Oder eine Brauerei halt, ne? Musste Gerste, Wasser und musst du noch Weizen, glaube ich, hinbringen und dann kriegst du ein Bier da raus und kannst du das Bier weiterverkaufen. War nicht schlecht. Hast du versucht rückwärts zu fahren? Was? Weil der Hänger so komisch steht. Ja, ja, ach, Kackhänger, ey. Ja, den rückwärts schieben, das ist wirklich schwer. Das ist wirklich eine schwere Übung. Möchte ich dir auch nicht zumuten unbedingt. Hänger. Wie viel hast du denn da noch zum Ernten? Ist noch viel, oder? Naja, es geht. Okay. Gut, dann machen wir jetzt. Jetzt haben wir Weizen. Machen wir als nächstes Gerste, würde ich sagen, oder? Okay. Genau. Das können wir damit auch ernten, ja? Das kannst du damit auch ernten, ja. Kennst du, weißt du, was Gerste ist? Ja. Gut. Ja, was das für eine Frage war gerade. Ups.
Mir ein bisschen Angst gemacht, muss ich ehrlich sagen. Wir können Raps, da kriegst du kein Stroh raus, also bei Gerste kriegst du nur Stroh raus. Bei Raps kriegst du kein Stroh raus, bei Sojabohnen kriegst du auch kein Stroh raus. Dafür kriegst du aber durch den Ertrag ein bisschen mehr Kohle beim Abgeben. Mhm. Passt aber auch nicht wie hier denn drei Hänger auf dem Feld, sondern nur anderthalb. Ich weiß gar nicht, was die Preise da machen, ob sich das lohnt oder nicht, aber ja, damit wir alle Früchte mal durch haben, damit wir so ein bisschen was von allem auf Lager haben. Falls wir uns nicht mal Schweine holen, die wollen nämlich ziemlich viel verschiedene Früchte haben. Also die wollen eine Ölfrucht haben, die wollen so eine Sättigungsbeilage haben, wie Weizen und... Anspruchsvolle Schweine, ja. Und Kartoffeln wollen die auch haben meistens noch, aber Kartoffeln, na gut, da brauchen wir noch mal andere Maschinen für. Also eine Erdfrucht wollen die meistens haben, eine Ölfrucht und eine Getreidesorte. Ja, die Schweine sind recht anspruchsvoll, aber dafür haben die eine hohe Produktionsrate. Also wenn du noch vor 50 Stück hast, dann hast du jeden Tag 3-4 neue Schweine, die du verkaufen kannst. Hm. Geht einigermaßen. Also das kontinuierlich Bewegung auf dem Hof dann. So ist nicht. Ja, aber da müssen wir mal gucken, wenn wir wieder Hafer machen, ob das dann mit dem Stroh wirklich so wenig geworden ist oder ob sie das wirklich reduziert haben. Jetzt hier mit der 1.2. Bei 1.201 ist das ja aktuell. Hast du eigentlich schon so Bugs gemerkt, so, wo du sagst, so, das ist komisch? Nee. Ja. Ein paar Kleinigkeiten, die sind ein bisschen merkwürdig, aber. Geht da nicht. Oh, die Pferde wieren. Was ist mit denen los? Weiß nicht. Vielleicht wollen sie Aufmerksamkeit. Na, das ist möglich. Ich komme jetzt zumindest ziemlich gut hinter deinem Mähen, wenn ich das Stroh abfahre. Ne? Das geht ganz gut eigentlich. Nicht so wie beim letzten Mal, dass das ganze Feld noch voll Stroh liegt und du bist schon längst fertig mit dem Mähen. Der Hänger wird voll hier am Ende noch, okay. Dann geht's los. Auf in Richtung Abgabepunkt. Ja. Schön soweit. Wenn man wüsste, wie viele Eier rauskommen, wenn man sich 100 Hühner holt. Hm. Man dann so sagen könnte, okay, das rentiert sich in 8 Spieltagen oder so, hast du das wieder raus? Also Ingame-Tagen. Weil die Pferde werden schön Geld bringen, hoffentlich. Das hoffe ich auch. Bin ich aber gespannt, wie viel die Werte am Morgen sind, also hier Ingame, wenn wir den ersten Tag vorgespult haben. Hm. Ich auch. Ich muss das Pflanzenwachstum noch wieder auf schnell stellen. Mal angesät haben, das dürfen wir nicht vergessen. So. Oh. 10,7 Arbeitsstunden hat der Fan schon hinter sich jetzt. Arbeitstier. Fleißiges. Achso, gehen wir hier rum. Ein bisschen verträumt auf den Verkehr geguckt. Meine Einfahrt verpasst hier. Aber jetzt habe ich im Humble-Bundle dieses Project Cars 2, ne? Ich habe es immer noch nicht angefangen zu spielen. Also ich wollte jetzt unbedingt auch mal reingucken, so mit Lenkrad ein bisschen fahren und so, und dann mal gucken, wie das ist. Mhm. Weil du kannst da ja auch mit der Handschaltung richtig dann selber schalten. Natürlich auch noch was Interessantes, da kann man vielleicht eventuell bei den Schaltvorgängen sogar was rausholen. Ja. Indem man dann halt eben selber halt eben nach dem, nicht die Automatik, die den nicht runterschaltet nach der Kurve oder in der Kurve, du kannst ihn runterschalten, dann kannst du richtig Gas geben nach der Kurve nochmal. Wobei ich mich da glaube ich 1000 Mal verhaspeln würde. Oder ich habe irgendwann die Ganghebel in der Hand. Ich dann so dran rumrupfen werde. Das wäre auch witzig. Ja, nö. Also, ich weiß nicht, ob das so witzig ist, wenn du im Auto sitzt und du hast immer den Ganghebel in der Hand.
Das könnte durchaus für Verwirrung sorgen, zumindest für einen merkwürdigen Blick. Meinst du? Ja, ich glaube. Boah, ich sitze heute hier fast komplett im Dunkeln, ich habe bloß den Lichtschlauch an, ne? Der liegt unter dem Monitor lang, der leuchtet mich so schön an, den hatte ich vorhin auf volle Suppe, da hat er richtig geblendet. Nachher mal die Dingslampe anmachen, die Wohnzimmerlampe. Ein bisschen Hintergrundbestrahlung habe hier. Bin ja mal gespannt. Die Weihnachtsgeschenke bei meinen Ellis sind ja angekommen, ne? Ja. Und jetzt bin ich ja mal gespannt, ob die jetzt von selber versuchen, das irgendwie in den Gang zu kriegen oder ob sie wirklich warten bis Weihnachten. Also ob sie da selber schon anfangen rumzuspielen und so, da liegt ja die Fernbedienung mit dabei. Können sie auch mit rumspielen, ob sie sich das selber irgendwie mal gucken. Also gut beschrieben ist das ja. Es geht ja nicht 1, 2, 3 fix, das Zeug zu installieren, ne? Ja. Das ist ja wirklich, also das ist ja echt einfach gemacht. Also du brauchst ja nicht kein großes technisches Verständnis hier. Das ist immer das, das verstehe ich immer nicht, wenn die dann mal so, wenn ich vom Programmieren erzähle, also gut, mir fällt das natürlich leicht, weil ich es gelernt habe, aber ich finde das immer so, weil dann viele sagen so, oh, das ist ja super toll und dies und das, was du da so alles kannst, und ich komme mir dann selber immer so vor, so kompliziert ist das gar nicht. Mhm. Ne? Deswegen auch so dieses Zeug da anbauen, das ist ja gar nicht so kompliziert, aber ja, viele haben dann wirklich zwei linke Pfoten, ne? Das klappt's halt nicht. Oder bei manchen ist es auch einfach so, sie trauen sich das dann nicht, ne? Naja, das auch. Also sie könnten es wahrscheinlich, aber trauen sich nicht aus Angst, was kaputt zu machen. Oder was Falsches zu machen, keine Ahnung. Oder was Falsches zu machen, ja. Das hat man auch sehr häufig. Ich traue mich erstmal an alles ran. Mir ist das erstmal wurscht. Ich probiere es erstmal. Und wenn es nicht klappt, kann ich immer noch einen fragen, der weiß es. Ja, jetzt schief gehen kann es nicht. Eben, ne? Und wenn ich mir dreimal auf den Finger jauen habe, lass es sicherlich sein, ne? Mach ich es nicht nochmal. Ja, genau. Oder einmal an Stromkabel geleckt. Oh, hast du eine neue Frisur, aber. Das machst du nicht nochmal. Da hast du ihn gelernt. So. Gib mal das gute Zeug mal ab hier. Machen wir ein bisschen Außenansicht noch. Huch, nicht rückwärts fahren dabei. So, dann machen wir hier ein schönes Foto von. Haben wir schon lange nicht gehabt, dass wir ein Foto haben vom Bohrplan. Mit Traktor mit Pflegebereifung. Naja, gut. So, 783 gab es, wieder 10 Euro weniger. Waren die Ansichtwechsel da? Aber den Strohpreis haben wir uns schon schön kaputt gemacht. Naja, gut, willst du machen, ist halt so. Oder dann nehmen wir jetzt erstmal was, wo wir kein Stroh haben, damit wir uns den Strohpreis, dass er sich ein bisschen erholt. Das können wir auch machen. Also erstmal Raps nehmen. Was meinst du? Mir ist das Wumpe. Oh. Warum ist hier denn sowas Wumpe? Was darf denn nicht Wumpe sein? Wumpe ist. Ja, aber du lebst doch auch von diesem Bauernhof. Ja, aber ja. Du möchtest doch auch, dass es den Bauernhof, dass er dir nicht unbedingt das Toastbrot im Aldi kaufen muss, sondern das gute Super Sandwich aus dem Markt kauft. Ist das so? Da weiß ich nicht. Hast du noch Toastbrot oder ist du richtig? Nee, auch schon beim Mischbrot angekommen, oder? Beides. Je nach Lust und Laune. Wenn die Toastbrot, da komme ich nicht mehr ran. Also das ist irgendwie jahrelang gefuttert, da komme ich nicht mehr so richtig dran. Aber ich habe ja jetzt mein Brot, das heißt Feierabendbrot. Das ist das Richtige für mich. Die beim Friseur haben übrigens eine Feierabendbrot, ne? Ich wollte genau 17 Uhr da sein, ich komme da rein, guck, 17 Uhr 6? Was? Dann habe ich auf meine Uhr geguckt, nee, 17 Uhr. Passt doch. Feierabendbrot sowas. Jo. Guck mal, da sitzt der Bulle hier vom Viehhändler. Der nicht schön. Aber so einen großen Bullen zu Hause haben wir nachher denn. Das gibt ordentlich Fleisch. Da haben sie ja irgendwo in Australien haben sie so eine riesen Kuh ausgemacht, ne? Die ja bloß quasi nicht geschlachtet wurde, weil sie so groß ist, weil sie nicht in die Schlachterei passt. Okay. Da ist der Riesenwuchs mal vom Vorteil. Irgendwas mit Schulterhöhe von 1,93 Meter oder so. Ja, richtig. Ja, ja. Was ist das denn für ein Biest?
Das ist ein richtiges Biest. 1,5 Tonnen schwer, das Vieh. Alter, Achtung! Ja, ja. Was hat die denn gegessen, ey? So Kraftfutter anscheinend, ne? Auf dem Hiemenheft gepennt oder ein bisschen zu nah am Atomkraftwerk geschlafen. Alter, Achtung. Wie Homer, wo er seine Tomakos gezüchtet hat. Mhm. Erstmal schön den Brennstab in die Erde gesteckt zwischen die Tomaten und Tabakpflanzen. Dann gab's Tomakos. Ach, die Simpsons. Die haben einen auch schon viele Sachen im Leben beigebracht. Das stimmt. Ja, wie sieht's denn aus jetzt? Die Folge ist, glaube ich, zu Ende, ne? Tatsache. Wenn ich auf die Uhr gucke. Dann würde ich sagen, das war eine Runde Landwirtschaftssimulator 2019. Oh, die 2000 haben wir wieder gesagt. Ich überhole die Autos, währenddessen moderiere ich ab und sage, dass die Dori bei uns war. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, ne? Tschüss. Bis dann.